kann noch nicht schlafen. Heute war alles blöd. Kalli hat ein wunderschönes Bild für Mareike gemalt. Aber Mareike hat gesagt, blaue Krokodile gibt es doch gar nicht. Und ein grünen Himmel auch nicht. Aber bunt ist alles lustiger. Wenn ich will, dann bin ich ein blaues Krokodil. Und Mareike hat Angst vor meinen spitzen Zähnen. Aber dann spielt sie ja nicht mit mir. Wenn ich will, dann bin ich ein grüner Himmel. Aber mit einem grünen Himmel spielt auch keiner. Aber wenn ich ein Zauberpinsel wäre, dann könnte ich alles bunt machen, so wie ich es will. Das wird lustig. Kalli möchte ein Zauberpinsel sein. Und schwupps, ist Kalli ein Kalli-Pinsel. Jetzt geht es aber los. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst anmalen soll. Ah, zuerst etwas Kleines. Was soll denn das? Spinnst du? Aber gelb ist doch super schick. Guck mal, was jetzt passiert. Mäuse sind grau, damit sie sich besser verstecken können. Ach so, na dann. Schön, danke auch. Dann male ich jetzt etwas Großes an. Zum Beispiel die Kühe. Was soll denn das? Spinnst du? Wieso denn? Grün ist doch super schick. Na dann guck mal her. Wo sind denn meine Kühe? Hab schon verstanden. Na, da sind doch meine Kühe. Also jetzt mache ich keine Tiere mehr an, sondern Herrn Putzke. Er hat immer nur schwarze Sachen an. Was soll denn das? Spinnst du? Wieso? Bunt ist doch super schick. Na dann guck mal her. Hab schon verstanden. Ich wollte doch nur alles schön bunt machen. Und da hinten, das Haus wird gelb. Und das hier orange. Und dann müssen wir nur noch den Zaun. Aber Meister, das schaffen wir nicht. Das müssen wir. Ich hab's versprochen. Da brauchen wir einen Zauberpinsel. Schon zur Stelle. Und los geht's. Hui. 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 Na, das ging ja schnell. Dankeschön nochmal. Jetzt reicht es aber. Malen macht ja richtig müde. Kalli will kein Kalli-Pinsel mehr sein. Und schwupps, ist Kalli wieder ein richtiger Kalli und liegt in seinem Bett. Aber morgen male ich einen lila Tiger mit rosa Streifen. Schlaf schön, Kalli.